Wunderschönen guten Tag. Wir sind bei Montag, dem 27. September 2021. Sonne in der Waage, Mond in den Zwillingen und heute wird Merkur rückläufig. Ihr wisst, was das heißt. Es wird sich ein bisschen alles verzögern. Man sollte keine Verträge abschließen. Man sollte sich davon nicht, ja, ich sag mal, die Laune verderben lassen. Das ist manchmal schwierig. Die Rückläufigkeit des Merkur dauert an bis zum 18. Oktober. Also schon ein paar Wochen und da sollte man sich darauf einstellen und möglichst nur Routinearbeit machen und sich keine größeren Projekte vornehmen. Schauen wir uns das mal an, wie der Merkur rückläufig heute startet in euren Karten. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Montag, 27. September 2021. Und ab heute läuft Merkur rückläufig und zwar bis zum 18. Oktober. Vorsichtig damit, wir schauen uns an, was wir heute am ersten Tag mit Merkur rückläufig für den Widder haben. Gerechtigkeit, also Ausgewogenheit, Waage, Energie. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit, Erdenergie, Pragmatismus. Vier der Stäbe, Hausheim, Familie, nahes Umfeld und Königin der Münzen. Sieht sehr gut aus, bedeutet, dass man dafür sorgen sollte, als Widder tatsächlich am heutigen Tag in seiner inneren Mitte zu sein, sich um die, ich sag jetzt mal, die Dinge, die anliegen, zu kümmern in dieser pragmatischen Erdenergie. Ich würde dir raten, das in den folgenden 3 Wochen möglichst so beizubehalten. Dann kann nichts schief gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Montag, dem 27. September 2021. Ab heute läuft Merkur rückläufig. Ja, was soll man dazu sagen? Du bist pragmatisch sowieso in deiner Erdenergie, das ist gut. Schauen wir uns an, was wir für diesen Montag haben. Ritter der Stäbe, da ist man risikobereit. Ob das gut ist, schauen wir mal. Du möchtest etwas hinter dir lassen, etwas Neues beginnen, also Veränderungen forcieren. Wir haben die 4 der Stäbe, Hausheim, Familie und wir haben die 5 der Schwerter. Das kann dazu führen, dass vielleicht deine Mitbewohner, deine Familie, dein Partner, deine Partnerin nicht ganz damit einverstanden sind. Wenn ich dir einen Rat geben darf, dann halte dich im nächsten Zeitraum bis zum 18. Oktober zurück. Versuche für dich so lange eine Übergangslösung zu finden, wenn möglich. Denn wir haben Merkur rückläufig und damit werden Neubeginne nicht befürwortet. Man kann die planen, man kann die vorbereiten, aber durchführen. Es gibt Verzögerungen, es gibt Handicaps. Also schön langsam machen und versuchen nicht auf irgendwas zu bestehen, wenn es irgendwie machbar ist. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, meine lieben Zwillinge. Wir sind beim Montag, 27. September 2021 und heute beginnt die Rückläufigkeit Merkurs. Das dauert bis 18. Oktober an und das bedeutet Lähmung, Verzögerung, technische Dinge fallen aus. Also du brauchst viel Geduld dafür. Was sagt denn das Kartendeck heute allgemein für den Zwilling am Montag? 6 der Kelche, Rückbesinnung auf die Vergangenheit, vielleicht auch Nostalgie. Der Gehängte bedeutet, sich einen Überblick über die Situation gerade heute und hier zu verschaffen und zwar nicht nur deinen Blickwinkel, sondern auch den aller anderen Beteiligten. Ritter der Stäbe ist, du möchtest was riskieren, du möchtest spielerisch daran gehen. Wir haben auch die 8 der Kelche, du versuchst es gefühlsmäßig anders anzugehen. Du solltest natürlich in dieser Zeit, wo es ein bisschen schwieriger ist, nicht unbedingt ein Risiko eingehen, aber wenn du dir sicher bist und das möchtest, selbstverständlich. Wir müssen nur damit rechnen, wir alle, dass es Verzögerungen gibt, Dinge nicht so hundertprozentig klappen, auch mal ein Brief verloren geht oder irgendwas in der Richtung, dass es Missverständnisse untereinander gibt. Sofern du das mit berücksichtigst, kannst du natürlich weiter verfahren wie bisher. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind beim Montag, 27. September 2021. Ab heute wird Merkur rückläufig. Was bedeutet das für den Krebs? Wie für alle anderen bedeutet es für dich auch, dass man mehr Geduld braucht,
dass Dinge sich eben nicht so schnell umsetzen lassen und natürlich, dass man missverstanden werden kann oder auch selber mal was in den falschen Hals bekommt. Was haben wir jetzt heute für den Montag für den Krebs allgemein? Da haben wir die vage Energie der Gerechtigkeit. Wir haben das Rad des Schicksals, das heißt, die Dinge spielen sich im Hintergrund ab. Und das Ast der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Wir haben die Wassermann-Energie der Heilung. Ich denke, es geht dir darum, heute Ausgewogenheit erstmal für dich und natürlich für deine Lieben herzustellen, die Dinge, die kommen, anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Der leidenschaftliche Neubeginn kann auch, ich sage jetzt mal, ein Hobby sein, eine Sache, die du gerne tust. Aber selbstverständlich kann das auch in der Liebe sein oder das, was in der Liebe geheilt wird. Liebe meint nicht nur, ich sage jetzt mal, Liebespaare, sondern auch innerhalb der Familie, Freundschaften und Bekanntschaften. Also Heilung ist schon sehr gut, aber im Moment, denke ich, muss man ein bisschen einfach Acht geben, dass man die richtigen Worte wählt oder dass man auch richtig verstanden wird und selbst auch richtig versteht. Ansonsten sieht das sehr gut aus. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind bei Montag, 27. September 2021 und damit beginnt die Rückläufigkeit Merkurs. Du kennst das vielleicht aus der Vergangenheit, da läuft alles ein bisschen langsamer, man versteht nicht immer, was der andere will oder umgekehrt. Es kann auch sein, dass Dinge eben nicht so laufen wie sonst, alles ein bisschen langsamer. Das kann schon auf die Nerven gehen. Es dauert 3 Wochen bis zum 18. Oktober. Schauen wir uns an, was wir heute für den Löwen haben. Allgemeine Kartenlegung. Geselligkeit, 3 der Kelche. 8 der Schwerter, sich im Kreis drehen, das kann eben Missverständnisse sein oder man versteht andere nicht so gut. Wir haben den Wagen, das bedeutet Krebsenergie, man möchte vorankommen, man nimmt die Zügel in die Hand, auch wenn man vielleicht nicht immer mit anderen konform geht, also nicht immer einer Meinung ist. Wir haben den Turm, das kann bedeuten, wie gesagt, erstmal, dass es verlangsamt wird, aber auch, dass Platz geschaffen wird, um die Bahn frei zu machen, damit du da durchkommst. Aber das kann mühsam sein. Also ein bisschen Geduld kann nicht schaden, auch mit deinen Mitmenschen und auch mit dir selbst. Ich denke, wenn du dich daran hältst oder das zumindest im Hinterkopf behältst, dann geht es auch, wenn auch langsam, voran. Viel Erfolg und bis morgen! Einen schönen guten Tag, meine liebe Jungfrau. Wir sind heute beim Montag, dem 27. September 2021 und heute wird Merkur rückläufig für 3 Wochen bis zum 18. Oktober. Und ja, du kennst das wahrscheinlich, du bist da noch gut bedient als Jungfrau. Pragmatismus, langsam machen, nichts überstürzen. Was haben wir für die Jungfrau am heutigen Montag? Die Liebenden, eine Entscheidung aus, für oder in der Liebe. Wir haben den Gehängten, sich ein Gesamt einen Überblick verschaffen, also auch nicht nur deinen Standpunkt vertreten, eben zum Überblick da, sondern eben auch die anderen mit einbeziehen. Du brauchst Geduld, Ritter der Münzen, aber die Geduld wird sich auszahlen, wenn du eben nicht hastig machst, nichts überstürzt. Und liebevolle Energie finde ich gut und wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Deine Ruhe und dein Pragmatismus sorgen dafür, dass nichts aus dem Ruder gerät. Aber du brauchst natürlich auch ein bisschen Geduld mit dir selbst, mit dem, was langsamer geht noch als sonst, was vielleicht nicht so funktioniert und natürlich mit deinen Mitmenschen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind heute beim Montag, dem 27. September 2021. Ja, heute wird Merkur rückläufig und bis 18. Oktober, das behindert natürlich irgendwo. Und ja, ich denke mal, dass man da einfach ein Stück weit viele Dinge auf den Merkur schieben kann. Was haben wir heute in der allgemeinen Kartenlegung für die Waage? 5 der Schwerter. Ja, unliebsame Dinge werden angesprochen. Wir haben die 7 der Stäbe, da ist Widerstand, entweder bei dir oder anderen. Der Eremit, die Jungfraukarte, in sich gehen und hineinfühlen, was möchte ich eigentlich oder was kann ich in dieser Zeit erledigen oder erreichen auch. Der Page der Stäbe sagt dir, fokussiere dich auf dein Innenleben, dass du eben dich von außen nicht so sehr beeindrucken oder beeinflussen lässt, sondern auch wenn es Widerstand gibt oder so oder Streitigkeiten oder Uneinigkeit, je nachdem,
dass du friedfertig bleibst, beziehungsweise auch in dir ruhst und deinem Ziel, deiner ja, Idee oder deinem Leitstern folgst, sozusagen, was du vorhast. Also es ist ein bisschen schwierig heute am Montag, aber ich denke, dass du für deine Belange einstehst und das auch gut kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Montag, dem 27. September 2021. Was haben wir heute für den Skorpion? Heute beginnt Merkur rückläufig bis 18. Oktober. Das ist nicht so schön, das verlangsamt alles und macht die Kommunikation schwierig. Was haben wir denn heute für den Skorpion in der allgemeinen Tageslegung? Manifestation, von den Gedanken in die Realität holen, also umsetzen. Wir haben die Veränderung, Transformation. Entweder veränderst du oder die Dinge werden verändert und man muss sich darauf einstellen. Wir haben Geselligkeit, Miteinander, positive Energie und wir haben die Acht der Kelche, du gehst vielleicht anders damit um. Das heißt also, je nachdem, vielleicht, dass du ein bisschen vorsichtiger bist zum Beispiel. Aber ich denke, dass du entweder selbst Veränderungen herbeiführst oder dass für dich gute Dinge sich in deinem Sinne verändern werden. Das wirst du heute auf jeden Fall spüren. Nur wie gesagt, im Zusammenhang mit anderen, denke ich, bist du da ein bisschen vorsichtiger. Kann nicht schaden. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Montag, 27. September 2021. Merkur wird rückläufig bis 18. Oktober. Nicht so leicht für alle, das muss man eben auch sagen. Man kann leicht missverstanden werden oder auch selbst was falsch verstehen. Und man kann nur das Beste draus machen. Und natürlich können sich auch positive Dinge ergeben, gar keine Frage. Aber wie gesagt, man sollte da eben drauf achten. Schauen wir mal, was haben wir denn heute für den Schützen? Kleine Schritte, Page der Münzen, langsam machen. Vier der Stäbe, Hausheim, Familie, nahes Umfeld, Zurückhaltung. Also ich denke mal, dass da nicht viel passiert heute, dass du vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen bist. Und wir haben den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter sind plötzliche Veränderungen, sind plötzliche Eindrücke oder irgendwelche Dinge, die auf dich zukommen sollen oder werden. Und da solltest du dich nicht erschrecken, sondern erstmal innehalten und überlegen, was das jetzt bedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass du momentan so ein bisschen stagnierst, auch so ein bisschen vielleicht zu Hause sitzt oder nicht weiter weißt. Es geht darum, dass du dich von den äußeren Einflüssen natürlich beeindruckt siehst, aber vielleicht nicht zu schnell reagieren solltest. Also egal, was auch immer heute ist, nicht zu hastig vorangehen, sondern gut überlegen und eine Entscheidung treffen, wenn du dir sicher bist. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 27. September 2021 und wir haben Merkur rückläufig. Das geht bis 18. Oktober, kann für Missverständnisse sorgen, kann für Verzögerungen sorgen. Man merkt es manchmal einfach, Merkur ist rückläufig. Schauen wir uns an, was wir in der allgemeinen Tageslegung für heute für den Steinbock haben. Ass der Münzen, ein Neubeginn, Sicherheit, Stabilität, Pragmatismus ist ja dein Ding, von daher wird dir das nicht allzu schwer fallen. Wir haben den Herrscher, du hast alles im Griff, die Verantwortung. Und wir haben den Eremiten, die Jungfrau-Energie, geh in dich, dein Innenleben, das, was du fühlst, was du brauchst, wonach du dich sehnst, deine Talente, deine Fähigkeiten. Und wir haben die Sieben der Schwerter. Die Sieben der Schwerter ist die Diebstahlkarte. Kann bedeuten, dass du dir selbst das ein oder andere nicht eingestehen willst. Es kann auch bedeuten, dass du dein Innenleben nicht nach außen tragen willst. Also dein Innenleben unterschiedlich ist zu dem, was du nach außen repräsentierst. Der Herrscher ist immer, wie gesagt, Verantwortung. Ich tue viel, ich mache viel, vielleicht ist es ein Neustart. Und nach außen, wie gesagt, hat man eine Art Fassade. Aber dann würde ich mich an deiner Stelle auch darauf einstellen, dass das, was du nach außen repräsentierst, eben auch genauso eine Rückmeldung bekommt. Also wenn du nur Dienst nach Vorschrift, sage ich mal, die Fassade hast,
und dein Innenleben verbirgst, dann kann auch kein anderer das wissen. Bei Merkur rückläufig ist es vielleicht ganz gut, wenn man ein bisschen zugeknöpft ist, aber wie gesagt, es kann schnell zu Verwicklungen, Missverständnissen führen oder dass Dinge falsch ausgelegt werden. Dessen solltest du dir zumindest bewusst sein. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Montag, 27. September 2021 mit Merkur rückläufig ab heute. Und das geht bis zum 18. Oktober, das heißt 3 Wochen. Und da kann es natürlich manchmal zu Verzögerung kommen. Das heißt nicht, dass du jetzt nichts mehr tun kannst, sondern es heißt einfach achtsam sein. Man versteht manches nicht richtig, man macht Leichtsinnsfehler oder vertut sich schneller oder hat einfach Dinge vergessen oder zu spät abgegeben, sowas in der Art. Es können auch technische Probleme sein. Was haben wir heute für den Wassermann in der Allgemeinlegung? Der Rückzug, 5 der Münzen. Du bist lieber alleine vielleicht. Du möchtest Platz schaffen für Neues. Und da ist die Stabilität und Sicherheit, die du dir eigentlich wünschst. Also ich sehe das mehr oder weniger so im Alleingang, dass du Dinge für dich klar machen möchtest. Da ist Pragmatismus drin, du kannst damit umgehen, wenn es nicht so rund läuft im Außen. Und wir haben den König der Stäbe. Da ist Feuerenergie, Temperament, Optimismus, Frohsinn. Man möchte an die Dinge rangehen, aber man muss sich halt jetzt den Gegebenheiten möglicherweise anpassen. Wie gesagt, wenn was nicht so funktioniert wie sonst oder wenn es langsamer ist einfach. Also ich denke, dass du anpassungsfähig bist und dass du dich so ein bisschen, ja, im Moment, ja, auf weiter Flur irgendwie alleine voranbringst. Das muss ja nicht so bleiben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind heute bei Montag, 27. September 2021. Merkur rückläufig bis 18. Oktober. Das wird nicht ganz leicht, aber es ist